Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. In einem wunderschönen Orange steht hier das neue Auto vor der Kamera, das ich euch heute vorstellen darf. Es ist der Renault Arkana. Und dass der schon etwas besonders ausschaut, das seht ihr bereits jetzt. Und wir haben hier ein sehr schickes Fahrzeug, wie ich finde, was man so vielleicht bei Renault gar nicht vermuten würde. Und aus dem Hintergrund dachte ich mir, schauen wir uns den Wagen heute im Detail an. Und wenn ihr Spaß dran habt, bleibt dran, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vor allem schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Und damit starten wir ins Review zum Renault Arkana. Viel Spaß! Wir beginnen heute mal anders das Review, und zwar mit dem Herzstück des Renault Arkana. Hier unter der Motorhaube und keiner respektive Verkleidung steckt der 1,33 Liter Vierzylinder Turbobenziner. Der leistet hier 140 PS in der Spitze, gekoppelt an ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Und was ist die Besonderheit hier? Es ist ein sogenannter Mild-Hybrid. Wir haben ein 12-Volt Riemenstarter-Generatorsystem hier verbaut. Damit kann das Fahrzeug segeln und auch stark rekuperieren. Das heißt, es wird effizienter. Leistung haben wir ja gesagt, 140 PS. Von 0 auf 100 geht das Ganze in 9,8 Sekunden und 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Später kommt noch ein 160 PS Mild-Hybrid-System und es gibt noch einen Vollhybrid für den Arkana. Weitere Antriebe derzeit nicht verfügbar, auch kein Plug-in-Hybrid. Jetzt fangen wir aber an gleich mit dem schönen Design. Hier haben wir ihn in einem wunderschönen Orange und wir haben ihn in der sportlichsten Ausstattungslinie RS stehen. Die RS erkennen wir an diesen Einsätzen hier in mattgrau unter anderem, die hier ein bisschen sportlicher das Ganze sorgen, sowie schwarze Hochglanzeinsätze hier in diesem Wabengitter, was wir hier unten haben. Der Rhombus ist präsent hier. Wir haben die C-förmigen LED-Lampen. Voll-LED-Scheinwerfer sind serienmäßig beim Renault Arkana. Wir schauen uns an, was von der Seitenlinie sieht es dann nämlich so aus. 4,57 Meter ist dieses SUV-Coupé lang, basiert auf der sogenannten Kleinwagenplattform CMF-B. Auf der auch unter anderem der Renault Captur steht. Sie ist aber hier verlängert worden. Deswegen hat er nichts mit dem Renault Captur zu tun. Genauso wenig wie mit dem Renault Arkana, der für Russland vorgesehen ist und der in Russland auch mittlerweile sehr erfolgreich ist. Denn in Russland ist es dann ein verkappter Dacia Duster. Hier kommt er wirklich sehr Premium-like daher. Sehr schön finde ich dieses Heck. Und das erinnert mich an den BMW X6, der diese Fahrzeuge Gattung 2008 damals eingeführt hatte, und jetzt haben wir sowas hier auch im Kompaktsegment. Finde ich eine feine Geschichte, und wir starten auch gleich mit dem Kofferraum, denn der ist ja für viele da draußen vor allem sehr interessant, für mich auch als Familienvater. Was geht denn in so ein SUV-Coupé hinein? Der Taster für das Entriegeln ist hier unten untergebracht. Wir haben einen zweigeteilten Laderaum durch einen doppelten Laderaumboden. 513 Liter Stauraum haben wir hier. Wie wir sehen, den doppelten Laderaumboden, den können wir ausbauen oder eben tiefer legen. Da passt auch viel rein. Wir haben noch hier unten drunter so das Übliche. So ein bisschen Fächersystem aus Styropor, finde ich auch ganz cool. Und die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegbar. Wir haben dann auch einen ebenen Laderaumboden, wenn wir das umlegen.
Ich mache die Heckklappe zu und wir gehen auf die Rückbank. Ja, hallo, da seid ihr wieder. Wunderbar. Ich habe mir es gemütlich gemacht hier im Fond des Renault Arkana. Ein SUV-Coupé, da erwartet man ja eigentlich eher engere Platzverhältnisse. Ich finde die Platzverhältnisse sehr gut. Für meine Größe von 1,78, der Sitz ist auf meine Größe eingestellt. Ich habe genügend Kniefreiheit. Die Füße passen wunderbar unter den Vordersitz, dass ich so ein bisschen mich reinlümmeln kann. Kopffreiheit ist mehr als genügend hier vorhanden. Die Kopfstütze geht auch angenehm weit hinaus. Wir haben eine Mittelarmlehne hier drinnen mit zwei Cupholdern, zwei USB-Anschlüsse hier in der Mitte und Luftausströmer. In der Fahrzeugklasse, finde ich, ist das sogar sehr, sehr selten anzufinden. Zwar kein 12-Volt-Stecker, aber brauchen wir auch nicht, wenn wir schon zwei USB-Anschlüsse haben. Kindersitze können ja auch gut untergebracht werden. Isofix ist an Außenpositionen verfügbar. Somit können die Kinder bequem und sicher mitreisen. Und ich schaue mir jetzt einfach mal gleich die Fahrerposition vorne an für euch. Der Ausstieg ist auch angenehm, durchaus. Vorne fällt auf, dass wir hoch einsteigen. Der Fahrzeugboden ist etwas erhöht. Wir haben eine 19 cm Bodenfreiheit hier im Arkana. Damit sind auch kleinere Ausflüge auf unbefestigten Untergrund gut möglich. Wir sehen hier in der RS-Line, das gefällt mir sehr gut, rote Elemente, die so ein bisschen das ganze triste Schwarze eher so ein bisschen aufpeppen. Wir haben auch so Carbon-Optik Interieurleisten. Das hebt natürlich den sportlichen Charakter des Fahrzeugs so ein bisschen an optisch. Auch beim Pralltopf haben wir wieder diese rote Umrandung für die RS-Modelle, noch ein gelbes Logo und ein zweifarbiges Stitching am Lederlenkrad. Das Kombi-Instrument ist voll digital hier. Es gibt aber auch ein normales 4,2 Zoll Display. Hier ist es ein 10 Zoll hochauflösend. Das Display ist weit unten in dieser Höhle drinnen, damit auch keine Spiegelungen aufkommen, ist gut ablesbar und lässt sich auch sogar wunderbar angenehm verstellen und individuell anpassen. Natürlich über die Multisense-Technologie, die wir hier haben. Dadurch können wir dann die einzelnen Fahrmodi durchschalten, ob Sport, Eco oder eben individuell. Wir können das anpassen, wie wir es uns wünschen. Hier ist übrigens das 9,3 Zoll Display verbaut, das optional erhältlich ist. Es gibt noch ein 7 Zoll Querdisplay, das habt ihr vielleicht im Renault Captur Video gesehen. Schaut da einfach mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu dem Video. Das jetzt ist das große Display. Hier haben wir auch keine Knöpfe für laut und leiser oder an, sondern es wird hier über die Touch-Oberfläche des Displays geregelt. Finde ich gut gelöst, lässt sich gut machen. Klar, ich persönlich würde lieber einen Drehregler für die Lautstärkenregulierung haben, aber so ist es okay. Hier unten haben wir eine Wahltaste für Sitzheizung, Fahrzeug, Start, Stopp, aus, Multisense, Warnblinker, der könnte ein bisschen größer sein, Zentralverriegelung, Parkassistent und auch wieder die Sitzheizung. Die Klimaautomatik kennen wir so aus diversen anderen Modellen, zwei USB-Anschlüsse und 12-Volt-Buchse hier unten. Induktive Ladefläche fürs Smartphone haben wir hier ebenfalls verbaut, dahinter der Hebel für das Doppelkupplungsgetriebe. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Da findet jeder seine Sitzposition. Ich sitze hier auf bequemen Sitzen, schöne Polsterung mit Stoff Alcantara ist es, soll es sein, und Leder. Und ich würde sagen, genug der Worte, ab auf die Straße, wir fahren los. Kommen wir zum kurzen Fahreindruck mit dem neuen Renault Arkana TCE 140, EDC um genau zu sein.
Wir haben zwar die RS Line, die eher sportlich vom Äußeren daherkommt. Die Fahrwerksabstimmung soll aber dem Intense und Zen entsprechen. Somit haben wir hier eine sehr straffe Gesamtauslegung, vor allem für den Stadtverkehr. Da werden dann öfter mal Querfugen oder tiefliegende Kanaldeckel doch trockener überrollt. Sobald wir aber dann ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen haben, dann wird die Federung kommoder, es wird bequemer, die Bodenwellen werden eher gut gemeistert. Man hört zwar, wie jetzt hier, so leichte Querfugen, die hört man, aber sie stoßen jetzt nicht unbedingt hier in den Innenraum durch oder respektive in den Rücken. Am Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung können wir mal kurz 50-100 machen. Wir treten drauf, Vollgas. Okay, kurze Verzögerung. Der Motor wird dann energischer im Klangbild, dreht schnell aus und wir haben schon die 100 überschritten. Also durchaus völlig ausreichend für den normalen Betrieb, würde ich einfach mal sagen, der 140 PS Antrieb. Die 260 Newtonmeter merkt man gut, er braucht ein bisschen Drehzahl. Unten raus, ja, da merkt man zwar, dass das 12 Volt System ihn ein wenig unterstützt, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich mich hier überwältigt fühlen würde von der Kraft, die es bereitstellt. Und die Lenkung bietet ordentliche Rückmeldung, ist ja ausreichend direkt, wie ich finde. Bei der Fahrassistenz bietet Renault auch alles an, was derzeit gut und gängig ist. Wir haben ein teilautonomes Fahren auf der Autobahn mit Autobahnassistent, Stauassistent. Wir haben einen Querverkehrswarner, automatisches Einparken oder Ausparken. Wir haben auch eine Rückfahrkamera oder aber einen Notbremsassistenten an Bord. Also auch von dieser Seite gibt es den Daumen nach oben. Kommen wir auch schon zum Fazit des Renault Arkana. Ab 27.850 Euro startet er in der Ausstattungslinie Zen. Darüber rangiert dann Intense und am oberen Ende die RS-Line. Ich finde auch, RS-Line sollte es fast schon bei dem Auto sein, muss ich zugeben. So ein bisschen sportlichen Charakter übt ja dieses Fahrzeug alleine schon durch die, ja, eigenständige Optik aus, und dann, warum auch nicht, soll man auch gleich auf RS-Line gehen. Vollausstattung ist auch kein Problem, denn so wie unser Testwagen da steht, 32.600 Euro, finde ich einen sehr guten Preis. Und wir reden ja hier über den Listenpreis. Für so ein Fahrzeug gar nicht mal so übel. Jetzt seid ihr aber dran. Wie euch gefällt euch der Renault Arkana? Mir, wie gesagt, sehr gut. Eure Meinung unten in die Kommentarbox. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, Kanal abonnieren, und dann sage ich vielen lieben Dank an Bernd Konrad von Autonotizen fürs Filmen. Tschüss und Servus, euer Ubi.